Ja, ich freue mich, hier zu sein und die Moderation für den Abend übernehmen zu können. Vorab vielleicht noch, wir werden uns duzen, weil wir kennen uns so lange, schon 10 Jahre lang, haben zusammen Kontext TV aufgebaut, haben viel erlebt zusammen, sind nach Dakar gereist zum Weltsozialforum. Und interessanterweise, wir haben uns damals beim Medienprojekt von Fabian getroffen, haben uns kennengelernt. Er hat nämlich mit einer kleinen Gruppe aus Attac hat er ein Zeitplagiat gemacht. Also die haben die Zeit, also eine andere Art der Zeit dargestellt, eine andere Welt ist möglich. Und ich habe für den Deutschlandfunk damals darüber berichtet und dann haben wir so ein bisschen uns ausgetauscht und haben sofort gemerkt, ja, eigentlich haben wir die gleichen Ideen. Und haben dann überlegt, was könnten wir denn daraus machen, und daraus ist dann eben Kontext TV entstanden, wo wir eben versuchen, also über andere Themen, die in den Mainstream-Medien nicht so präsent sind, zu berichten, andere Stimmen reinzuholen. Und wir haben im vorletzten Jahr haben wir auch ein Buch rausgegeben, wo wir also die Highlights von 10 Jahren Kontext TV zusammengebündelt haben. Unter dem Titel Der Kampf um globale Gerechtigkeit. Das haben wir auch hier vorgestellt. Ja, genau, haben wir auch vorgestellt. Ich habe mir gedacht, oder wir haben uns überlegt, es sind ja eigentlich 2 Teile, wie wir schon gehört haben im Buch, dass wir erstmal über den ersten Teil, über diesen Naturwissenschaften, Naturverständnis ein bisschen nochmal ausloten, was Fabian da entwickelt hat, und dann im zweiten Teil eher übergehen zur Klimakrise, gesellschaftlicher Umbau. Muss sich eigentlich ändern? Ich denke mal, wir kommen so immer 20, 25 Minuten, versuchen mal so einigermaßen da zu bleiben, damit wir auch noch Zeit haben, dann also ins Gespräch mit Ihnen einzutreten. Ja, da komme ich dann direkt zum ersten Punkt. Du spannst ja einen sehr großen Bogen in deinem Buch von dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften, der Mechanik, Biologie, über die Evolution, Quantenphysik, Erforschung des Universums, bis hin zu den gesellschaftlichen Krisen der Gegenwart, also ökologische Krise, ökonomische Krise, soziale und politische Krisen. Und ich würde aber vorab erstmal zum Aufwärmen fragen wollen, was war eigentlich deine Motivation, ein Buch über moderne Naturwissenschaften zu schreiben, also in einer Zeit, wo wir also wirklich schwerste Krisen haben und wirklich also in den nächsten Jahren also das Ruder rumreißen müssen, also über die Naturwissenschaften ein Buch zu schreiben, ihre Geschichte und Auswirkungen auf die Krisen, die wir heute haben. Ja, also erstmal danke für die Einladung und toll, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr, wieder im Buchhändlerkeller zu sein und dass wir das auch zusammen nochmal machen können. Wow, genau. Gibt schon Fans draus. Genau. Wie ist dieses Buch überhaupt zustande gekommen? Also es ist in gewisser Weise ein Aspekt, der auch schon in das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation, eine Rolle gespielt hat. Da entwickle ich ja eine Geschichte des ökonomischen, politischen, militärischen und ideologischen Systems, in dem wir leben und das uns auch diese Krisen beschert, in denen wir sind und die existenziell sind, wie wir alle wissen. Und da mache ich einen großen Bogen über 5000 Jahre, wobei der Kern dieses Buches ungefähr 500 Jahre sind, nämlich die Entwicklung des modernen kapitalistischen Weltsystems. Und ein Aspekt davon ist das technokratische Weltverständnis, was interessanterweise entstanden ist, mit dem Kapitalismus zusammen. Das ist einer der Aspekte, die mich immer umgetrieben hat. Und ich konnte das weder in der Megamaschine noch in Chaos richtig entwickeln. Das Kapitel über Physik sollte eigentlich schon in Chaos drin sein, ja, weil ich die Krise der Physik sozusagen mit in diesen ganzen Krisenprozess einbeziehen wollte. Aber das führte dann doch zu weit weg. Und ich wollte einfach noch mal tiefer graben, was ein bisschen vielleicht in dieser Zeit merkwürdig anmutet, wie du sagst, weil uns die Zeit beim Klimawandel wegrennt. Wir haben noch 8 Jahre, um 80% unserer Treibhausgasemissionen zu senken. Also wird man denken, es ist eigentlich eine praktische Sache, und das ist es ja auch. Zugleich aber sehen wir, dass uns ja an jeder Ecke irgendwie rein technische, technokratische Lösungen angeboten werden. So als ob man mit Technik allein aus dieser Gesamtkrise, die ja auch nicht nur das Klima betrifft, sondern auch die Biodiversität, die Böden, die Wässer. Wir haben ja den Planeten in einen Zustand gebracht, in das schnellste und größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren. Das sprengt alles, was in der Menschheitsgeschichte je da gewesen ist.
Und da war mein Bedürfnis, nochmal einen Schritt zurückzutreten und tiefer zu schauen, was hat denn das mit unserem Naturverständnis zu tun? Und da kommt man eben drauf, dass die frühen Naturwissenschaften genau in der Zeit entstanden sind, wo die großen kapitalistischen Institutionen entstanden sind. Also als 1602 die erste Aktiengesellschaft in Amsterdam gegründet wurde, die das Vorbild für alle diese großen Konzerne sind, die heute die Welt beherrschen, wenn man so will. Genau zu dieser Zeit hat Galileo Galilei seine Fallgesetze entwickelt. Und Galileo hat für das Militär gearbeitet, das eine enorme Rolle gespielt hat bei der Entstehung des Kapitalismus. Und diese Bereiche sind also verschränkt. Und diese frühen Naturwissenschaftler haben die Idee entwickelt, dass die Welt eben aus getrennten Einzelteilen besteht, die wie eine Maschine funktionieren. Das Bild damals war, die Welt ist eine Maschine. Warum war das so? Weil tatsächlich die Welt sich zu einer Art Maschine entwickelt hat in den Augen der politischen, ökonomischen und militärischen Eliten, die eine Kolonialmaschine in Gang gesetzt haben, eine Kapitalakkumulationsmaschine und so weiter. Und dieser Blick wurde auf die Natur projiziert. Und für die Expansion dieses Systems brauchte man eben auch Naturwissenschaften für die Schifffahrt, um die Kolonien zu erobern, um bessere Kanonen zu bauen, um bessere Festungen zu bauen. Das war eine sehr praktische Sache. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist aber, dass die Annahmen der frühen Naturwissenschaftler, dass die Welt eine Maschine ist und aus kleinen Einzelteilen besteht, sich im Laufe der Wissenschaftsgeschichte komplett umgekehrt hat. Also in der Quantenphysik, in der Biologie, da kommen wir ja gleich drauf, hat sich herausgestellt, dass die Welt nicht wie eine Maschine funktioniert. Die Wissenschaften sind heute eigentlich viel weiter, sind viel näher dran an einem organischen Weltbild, wenn man das so nennen will. Aber wir lernen trotzdem immer wieder diese technokratischen Mythen. Richard Dawkins zum Beispiel, einer der Bestseller-Autor, der das egoistische Gen geschrieben hat, hat noch in den 70er, 80er Jahren behauptet, Affen sind Maschinen, die Gene auf Bäumen reproduzieren. Ne? Diese Idee ist immer noch sehr weit verbreitet, dass die Welt eine Maschine ist, und das ist Teil des Problems, glaube ich. Mhm. Also wir kommen ja nachher nochmal zu dem, was dann die Forschung im Folgenden entwickelt hat. Da gehst du ja auch sehr, sehr ausführlich drauf ein. Eine Nachfrage zu den Anfängen vielleicht noch, dass wir da noch mal einen kurzen Moment bleiben, also bei Newton, Descartes, die ja versucht haben, also die Natur als Ganzes aus materiellen, rein materiellen, muss man sagen, Gesetzen erklärbar zu machen, zu rekonstruieren. Und wie konnte das eigentlich, was du ja schon gesagt hast, wie konnte eigentlich dieses Modell sich durchsetzen über die Jahrhunderte? Wie konnte das wirkmächtig bleiben? Der Ansatz wurde ja eigentlich schon, das sagst du ja auch im Buch, bei Newton wissenschaftlich aufgegeben. Er hat gesagt, ja, das können wir so nicht erklären. Es gibt Phänomene wie also Schwerkraft und so weiter und Planetenbewegungen. Also wir können das gar nicht materiell durch Kontakte, durch reine materielle Kontakte erklären, die Bewegung. Insofern also ist er eigentlich schon stecken geblieben. Das ganze Ding wurde auch aufgegeben. Man hat also Materie gar nicht mehr definieren können in der Folgezeit und hat es auch nicht mehr versucht, ist auch immer gescheitert. Was dann Noam Chomsky sagt, im Grunde das ganze Geist-Materie-Problem eigentlich sich aufgelöst hat. Ne? Wir wissen einfach schlicht und ergreifend nicht, was Geist ist, weil wir nicht mal wissen, was Materie ist. Also das heißt also, es ist etwas gewesen, wirkmächtig geblieben, was eigentlich am Anfang an eigentlich sich schon wissenschaftlich widerlegt hat. Die Frage wäre, wie ist eigentlich dieses Bild, was du ja beschreibst, ist das noch wirkmächtig gewesen, hat sich dominant durchsetzen können in der Geschichte, auch in der Geschichte der Naturwissenschaften? Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Also Marx hat ja mal gesagt, sinngemäß, dass die herrschenden Gedanken die Gedanken der herrschenden Klasse sind. Und das ist natürlich auch damals so gewesen. Und man muss sich ja vorstellen, man muss vielleicht erstmal zurückgehen in die Renaissance. Das ist die Epoche der großen Umwälzung, wo das kapitalistische Weltsystem entstanden ist, die Kolonialmaschine und all das. In dieser Zeit hat die Mehrzahl der Philosophen, damals nannte man Naturforscher Philosophen, davon ausgegangen, dass die Erde und vielleicht auch das ganze Universum komplett beseelt sind. Zum Beispiel Giordano Bruno war der Auffassung, dass das Universum unendlich ist und komplett beseelt ist. Davon wurde er von der römischen Kirche bei lebendigem Leibe verbrannt. Johannes Kepler, also der Pionier der Astronomie dieser Zeit,
ging davon aus, dass es eine Anima Mundi gibt, also dass die Erde ein beseeltes Wesen ist, ne? Was so ein bisschen erinnert an die moderne Gaia-Hypothese, die in den 70ern entwickelt wurde, dass die Erde ein selbstorganisierendes, selbstregulierendes Wesen eigentlich ist. Also es gab andere Vorstellungen und diese mechanistischen Vorstellungen, dass die Welt eine Maschine ist, die waren erstmal verbreitet nur in einer ganz kleinen Elite. Man muss sich ja vorstellen, Leute wie Descartes und so weiter gehörten einer intellektuellen Elite an. Ein ganz interessanter Aspekt dabei ist auch, dass die Generation, die diese radikalen mechanistischen Gedanken entwickelt hat, dass Lebewesen auch nur Maschinen sind. Descartes hat ja gesagt, Tiere sind Automaten, die man nachbauen kann. Er hat nur den Menschen ausgenommen und hat gesagt, der menschliche Geist ist was anderes. Der Rest, der Körper des Menschen ist eine Maschine. Ne? Alle diese Leute, auch Thomas Hobbes, der gesagt hat, alles ist eigentlich eine Maschine, was ist das Herz anderes als eine mechanische Apparatur und so weiter. Diese Leute waren Zeitgenossen des 30-jährigen Krieges, der absoluten Zerstörung Europas. Ein Drittel der Bevölkerung wurde in einen endlosen Krieg ausgelöscht. Es war eine traumatisierende Zeit. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass diese Gedanken sich durchsetzen konnten. Es hat lange gedauert. Und sie sind auch nicht die Gedanken aller gesellschaftlichen Klassen geworden. Man notiert ja normalerweise vor allem die Gedanken der Eliten, weil die am meisten Einfluss und Geld haben und der Macht nahe standen. Bauern haben zweifellos vollkommen anders gedacht in dieser Zeit. Und tatsächlich hat sich aber auch innerhalb der wissenschaftlichen Eliten dieses Denken ab einem bestimmten Punkt ist es an Rätsel gestoßen, wie du richtig sagst. Ne? Also diese Grundannahme, dass Kausalität in der Welt, dass alle Wirkungen nur auf dem Stößen von kleinen Einzelteilen bestehen. Das war ja die Grundannahme der mechanistischen Ideologie, Atome. Ne? Nur durch Stöße von Atomen bewegt sich irgendwas und nur durch Stöße von Atomen haben wir auch Gedanken, erleben wir irgendwas, bewegt sich die Katze, gibt es Wind und so weiter. Nun stieß Newton auf ein sehr großes Rätsel, nämlich, dass die Schwerkraft durch das Vakuum wirkt. Das heißt, dass es keine physische Verbindung zwischen einem Körper und anderen gibt, aber trotzdem eine Kraft zwischen ihnen wirkt. Und Newton hat gesagt, das ist eine so große Absurdität, das kann kein vernünftiger Mensch glauben. Aber wir müssen erstmal konstatieren, es ist so. Und er hat gehofft, dass man irgendwann irgendeine Substanz findet, die das vermittelt, durch so kleine Stöße von Teilen. Die ist aber nie gefunden worden. Ne? Und Newton war ein extrem aufrichtiger Wissenschaftler, der dieses Rätsel dargestellt hat. Und das ist, glaube ich, auch der Kern echter Wissenschaft. Rätsel, wo sie Rätsel sind, als solche darstellen und nicht so tun, als hätte man alles gelöst. Und Newton war von diesem Typ. Und dann gab es die nächsten Rätsel später, als Leute wie Maxwell die elektromagnetischen Strahlungen erforscht haben. Also elektrische Wirkungen, Magnetismus und auch das Licht. Und auch da stellte sich raus, dass die durch das Vakuum wirken, dass das Felder sind, die durch das Vakuum wirken. Das konnte keiner der führenden Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts glauben, ob das Herz war und so weiter. Diese Leute haben alle gesagt, da muss es was dazwischen geben, so materielle Dinge. Das nannte man Lichtäther. Man hat unendliche, aufwendige Versuche gemacht, um zu beweisen, es gibt einen Lichtäther und es kam nichts bei raus. Lichtäther gibt es nicht. All diese Felder, eigentlich alle Kräfte, auf denen unser Universum basieren auf dem, was Einstein später spukhafte Fernwirkung genannt hat. Nicht durch Stöße von kleinen Atomen. So, das war die Situation, die Einstein eigentlich vorgefunden hat. Einstein ist dann einen Schritt weitergegangen, hat dieses ganze Gravitationsrätsel so gelöst, dass er gesagt hat, es gibt eigentlich keinen leeren Raum, sondern die Körper und ihre Bewegung schaffen überhaupt erst den Raum, die Raumzeit. Was wir Materie, Raum, Zeit und so weiter nennen, ist ein Feld. Er hat in seinem Tagebuch notiert, es gibt in der modernen Physik keinen Platz für zwei Dinge, nämlich Materie auf der einen Seite und Felder auf der anderen Seite. Es gibt nur Felder. Damit war eigentlich die ganze Idee des Materialismus, dass alles durch so materielle Körper organisiert ist, weg vom Fenster. Das drückt sich auch in der berühmten Formel aus E gleich mc Quadrat. Die Energie ist gleich die Masse mal dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Was letztlich bedeutet, jede Masse lässt sich in Energie umwandeln. Und zu seiner Zeit hat man das tatsächlich auch beobachten können mit der Entdeckung der Radioaktivität. Da zerstrahlt Materie. Das war vor 100 Jahren ein großer Skandal. Niemand konnte glauben, dass da ein Haufen Materie, Radium oder sowas, sich so langsam in Energie auflöst, verschwindet. Ne? Man muss das zur Kenntnis nehmen. Und dann kam das Nächste, was Einstein auch zeitlebens nicht akzeptieren konnte, nämlich die Entdeckung der Quantenphysik, die immer tiefer in die Atome reingeguckt haben und herausgefunden haben,
Atome sind nicht so aufgebaut, wie man das dachte, wie so ein kleines Sonnensystem mit einer Sonne in der Mitte und da kreisen dann die Elektronen rum, sondern es sind auch Felder, Felderscheinungen, die sich extrem merkwürdig verhalten. Wenn man zum Beispiel ein Elektron durch so einen Doppelspalt schickt, also zwei Spalte gleichzeitig und schickt das da durch, dann geht es durch beide Spalte gleichzeitig. Ja, sollte man meinen, dass das mit einem kleinen Kügelchen nicht möglich ist. Man sieht dann so Interferenzmuster. Und man hat dann in der Quantenphysik eine Formel gefunden und gesagt, naja, das ist einerseits, kann man es als Teilchen, also als Materie betrachten, andererseits als Welle. Das nennt man den Welle-Teilchen-Dualismus. Aber letztlich bedeutet das, wir wissen nicht, was wir da vor uns haben. Wir sprechen mit Metaphern. Ich meine, Welle ist eine Metapher, die wir aus unserer grob physikalischen Welt, wenn ich einen Stein in den See schmeiße, nehmen wir unsere Metaphern. Wir können über die physikalische Welt ja nicht anders als in Metaphern sprechen letztendlich. Aber der Materiebegriff hat sich letztlich aufgelöst, wenn man so will. Das Merkwürdige ist aber, und das ist ja eigentlich deine Frage gewesen, warum lerne ich in der Schule, so habe ich es noch gelernt, immer noch, das Rutherfordsche Atommodell, wo eine Sonne ist, um die die Elektronen kreisen. Ne? Dann wird mancher sagen, naja, das andere ist zu kompliziert, das verstehen nicht viele nicht. Ja, aber dann könnte man doch zumindest sagen, so ist es nicht so ganz. Ne? Es ist eigentlich viel interessanter, es ist viel abgefahrener. Und ich glaube, dass diese Erkenntnisse, dass das Universum vollkommen anders ist, als wir uns das normalerweise vorstellen, sich deswegen nicht durchsetzen, weil die Art, wie wir leben, die Art, wie unser Wirtschaftssystem organisiert ist, so wie es ist, ist so wie es ist. Unser Wirtschaftssystem braucht einen Planeten, der eigentlich nur dafür da ist, Ressourcen irgendwo rauszuziehen und sie irgendwo anders zusammenzubauen. Wir haben hier eine Kupfermine, da ziehen wir das raus, dann bauen wir, wollen das ein Handy zusammen, verkaufen das irgendwo. Also ein Bausatz, die Welt als Bausatz. Und das ist ja die Grundidee des Atomismus. Ne? Ich habe einen Lego-Bausatz, ich kann überall alles rausreißen und neu zusammenbauen. Ne? Genauso mit den Menschen. Die Menschen sind über die 500 Jahre Kapitalismus aus ihren gewachsenen Lebenszusammenhängen, wie immer die waren, ich will das nicht idealisieren, aber sie sind herausgerissen worden und sind zu Wirtschaftsatomen gemacht worden. Das ist ja der große Prozess der Einführung der Lohnarbeit, erst der Sklaverei und dann der Lohnarbeit, es hängt auch eng miteinander zusammen. Die Menschen sind also zu Rädchen in der Maschine geworden, was viele in ihrem Arbeitsleben ja dann auch schmerzhaft spüren. Und das ist dieses Menschenbild des Homo economicus, des einzelnes Individuum. Das ist das lateinische Wort für Atomos, Individuum ist die lateinische Übersetzung des griechischen Atomos, dass wir einzelne Individuen sind, die gegeneinander in einem Markt konkurrieren, wie Atome halt irgendwo herumschwirren. Das ist also ganz tief in unserer Weltbetrachtung drin und deswegen glaube ich, ist es so schwer zu vermitteln, was die Quantenphysik letztlich sagt, dass das ganze Universum ein großes Feld ist und alles, was geschieht, eigentlich Anregungszustände dieses Feldes sind. Und wenn sich hier irgendetwas verändert, verändert sich auch im Andromeda-Nebel irgendwas. Das sind ja die Dinge, die die Quantenphysik uns sagt. Ne? Aber diese Art von Verbundenheit, was auch auf ökologischer Ebene natürlich eine große Rolle spielt, was wir hier tun, hat Effekte auf der ganzen Welt. Ne? Das ist natürlich was, was in dieser atomistischen Betrachtungsweise nicht vorkommt. Und deswegen auch, glaube ich, sich schwer durchsetzt. Für mich ergibt sich noch die Frage, würdest du den Vorwurf auch an die Naturwissenschaften und ihre Entwicklung und so, wie sie sich dann auch entfaltet haben nach Newton, würdest du den Vorwurf, dass also sie also im Grunde ein falsches Bild geliefert haben, also in ihrer Forschung, würdest du das direkt auch an die Naturwissenschaften wenden oder ist das nur so, dass du sagst, also die Gesellschaft und natürlich auch bestimmte mächtige Interessengruppen der Gesellschaft haben quasi etwas herausgezogen aus den Naturwissenschaften, was sie brauchten, selektiv natürlich, und haben eigentlich das, was ablief, das schilderst du ja auch dann, das, was eigentlich ablief, haben sie eigentlich selektiv rausgelassen. Also es sind für mich zwei Ebenen. Einerseits der Vorwurf, die Naturwissenschaften haben also auch dieses technokratische Wissenschaftsverständnis gefördert oder die Gesellschaft hat im Grunde also die Naturwissenschaften missbraucht. Das sind zwei Argumente für mich eigentlich. Also ich unterscheide im Buch ganz scharf, und das ist für mich auch ganz wichtig, zwischen der tatsächlichen naturwissenschaftlichen Arbeit, die ich sehr schätze, und der technokratischen Ideologie, die diese Ergebnisse sehr selektiv auswertet und teilweise auch verzerrt darstellt. Also das Problem ist die Wissenschaftsvermittlung zu einem großen Teil. Natürlich gibt es auch einzelne Wissenschaftler, die sehr technokratischen Ideen anhängen. Das ist ja wie überall in der Gesellschaft gestreut. Wenn man mit Quantenphysikern spricht, dann hängen sie sehr abgefahrenen, interessanten
Ideen an über die Natur des Universums, aber die Wissenschaftsarbeit besteht ja eigentlich darin, alle Annahmen, die man hegt, in Frage zu stellen. Und das halte ich für ein extrem wertvolles Prinzip. Man macht bestimmte Annahmen, und das haben die frühen Naturwissenschaftler gemacht. Es besteht alles aus Atomen, und dann ist man aber in der Lage, wenn man andere Erkenntnisse zulässt, zu sagen, nein, stimmt gar nicht. Sie besteht aus Feldern. Und das ist ja in der Geschichte der Naturwissenschaften auch passiert. Natürlich gab es starke Widerstände. Das ist ja das, was Thomas Kuhn zum Beispiel mit Paradigmenwechsel meint, dass eine bestimmte Generation von Forschern, die ihre Karriere gemacht hat mit bestimmten Annahmen, natürlich aus naheliegenden Gründen es sich auch nicht so leicht tut, damit zu sagen, es stimmt alles nicht, die junge Generation hat wahrscheinlich recht. Ne? Aber das ist ja in allen gesellschaftlichen Bereichen so, dass Veränderung manchmal schwierig ist. Aber tatsächlich hat sie stattgefunden und andere Ideen haben sich in den Naturwissenschaften durchgesetzt. Und deswegen glaube ich, ist das die entscheidende Frage, warum diese Erkenntnisse und so wenig erreichen. Ja, du hast ja einen Vorwurf, ich glaube, der geht auch ein bisschen an die Naturwissenschaften. Es ist nämlich, dass du sagst, also die setzen sehr stark auf eine sehr einseitige Form der Kausalität. Also du nennst das so, also Zählen und Messen wird so zum einzigen Kriterium, was wahr ist. Und auf der anderen Seite kritisierst du auch, dass Subjektivität oder Innenwelten und so weiter keine Rolle spielen, also ausgeklammert werden. Und da würde ich noch mal genauer hören, also was meinst du damit? Weil du ja gleichzeitig auch jetzt sagst, ja, es ist ganz wichtig, dass also die Naturwissenschaften sehr harte Kriterien an der Evidenz legen und immer wieder legen. Das heißt, also, sie müssen immer wieder Kausalitäten überprüfen und neue Empirie bringen. Das heißt also, wo würdest du sagen, beginnt das Technokratische in der Methode des Forschens, des naturwissenschaftlichen Forschens? Ja, auch das ist eine wichtige Frage, denn Messen und Zählen sind absolut legitime Tätigkeiten und in vielen Bereichen extrem nützliche Tätigkeiten. Die Ideologie beginnt da, wo man sagt, nur was man messen und zählen kann, ist real. Oder das, was man messen und zählen kann, hat einen höheren Realitätsstatus als andere Dinge. Und damit komme ich vielleicht auf einen Aspekt, den du auch angesprochen hast, nämlich die Innenwelten und die Tatsache, dass wir ein Bewusstsein haben. Also wenn man mal von der Physik jetzt zur Biologie übergeht, dann haben wir auch in der Biologie enorme Rätsel, die nicht gelöst sind. In der Physik ist die Frage, was Materie ist, in gewisser Weise immer noch rätselhaft oder sind sehr seltsame Phänomene, die anstelle der Materie zutage getreten sind. In der Biologie, die sich an der Physik ja sehr stark orientiert hat, ist man auch von dieser Annahme ausgegangen, dass der Körper eine Maschine ist oder ein Teil der Biologen und Biologinnen hat das getan. Es gab auch andere Stimmen, die Vitalisten, die gesagt haben, nein, da muss irgendein Seelenstoff oder so sein. Aber im Grunde genommen haben sich diese mechanistischen Forschungen in der Biologie doch weitgehend durchgesetzt. Das Problem ist aber, dass man auch verschiedene Phänomene, die das Leben ausmachen, auf diese Weise nicht erklären kann. Das eine ist, dass Leben durch eine andere Art von Kausalität gekennzeichnet ist als der meiste Teil der physikalischen Welt. Also wenn wir hier miteinander sprechen zum Beispiel, dann sind es Worte, Wortzeichen, die in ihnen irgendetwas bewegen oder auch nicht bewegen. Wenn ich jetzt schreiben würde, Feuer, drehen sich vielleicht manche um und schauen raus. Das sind Zeichen, die etwas bewirken, sind keine Stöße von Atomen. Natürlich wird die Luft auch bewegt zwischen ihnen und mir, aber es ist das Wesentliche ist, und das kann man auf allen Ebenen der biologischen Existenz zeigen, dass Leben durch Bedeutung organisiert ist. Ich mache eine Bewegung und meine Katze verkriecht sich unter den Tisch. Ich lache und jemand lacht mit. Und das geht bis in unsere tiefe biologische Existenz hinein. Wir sprechen nicht umsonst von Transmitterstoffen zum Beispiel oder Botenstoffen. Ne? Es sind einzelne Stoffe, die an irgendeine Zellwand anbrannten und dort etwas in Gang setzen. Die Zelle interpretiert Signale. Darauf beruht Leben, auf der Interpretation von Botschaften letztendlich. Und das ist im mechanistischen Verständnis nicht drin. Und deswegen ist es so schwer, Leben zu verstehen und das Verhalten von Leben zu verstehen. Und Leben ist auch im Prinzip nicht vorhersehbar. Also physikalische Gesetze sind ja eigentlich die harten Gesetze vom Typ immer wenn dann. Ich kann berechnen, was passiert, wenn ich die Grundannahmen oder die Ausgangsvoraussetzungen kenne, dann kann ich alles weiter berechnen. Das ist beim Leben nicht der Fall. Kein Wissenschaftler und Forscherteam dieser Welt und kein Supercomputer dieser Welt kann voraussagen, was meine Katze in 2 Minuten tun wird. Das ist unmöglich. Nicht nur, weil wir zu wenig Informationen haben, sondern weil Leben eben anders funktioniert. Und dann komme ich auch noch zum zweiten Teil der Biologie, der aus der mechanistischen Sichtweise nicht verständlich ist, nämlich das Rätsel des Bewusstseins.
Ich benutze in der Regel nicht das Wort Bewusstsein, weil wir dann immer denken, es geht nur um unsere Reflexionsfähigkeit als Menschen. Aber mit Bewusstsein ist eigentlich viel mehr gemeint, nämlich die Tatsache, dass wir Innenwelten haben, dass wir etwas erleben, dass wir Gefühle haben, dass wir Farben sehen, dass wir Musik hören, Qualitäten sehen und nicht nur Zahlenkolonnen oder nicht nur elektromagnetische Wellen, die irgendwas in uns wie eine Maschine auslösen. In der Philosophie nennt man das Qualia, die Qualitäten, aus denen unsere primäre Wirklichkeit besteht. Und es gibt keinerlei Fortschritte darin, in den letzten Jahrtausenden herauszufinden, wie denn diese Innenwelten in diese menschlichen Körper, die angeblich Maschinen sind, hineingekommen sind. Wo kommt das her? Wo kommt die Tatsache, dass wir fühlende Wesen sind? Wo kommt das her? Wie kommt es, dass wenn jemand stirbt, dass das plötzlich weg ist? Oder wo ist es hin? Das wissen wir nicht. Wie kommt es in das Baby rein? Das sind alles Fragen, die so ungeklärt sind wie zur Zeit der ersten Menschen. Und das ist die andere Seite des berühmten Körper-Geist-Rätsels, und Chomsky sagt zu Recht, die Materie hat sich aufgelöst, von daher gibt es eigentlich keinen Materie-Geist-Dualismus mehr. Vielleicht ist ja alles Geist, wir wissen es nicht. Es ist ein Teil der Rätsel, und Chomsky sagt auch, möglicherweise haben wir als Menschen prinzipielle Grenzen der Erkenntnis, wie alle Lebewesen prinzipielle Grenzen der Erkenntnis haben. Das hat auch schon Kant gesagt, es sind viele, die es gesagt haben, und vielleicht müssen wir damit leben. Ist ja auch gar nicht so uninteressant, in einer Welt zu leben, die bestimmte Mysterien enthält, die wir nicht lösen können. Das hat auch nichts damit zu tun, die positiven Seiten der Wissenschaft irgendwie herabzuwürdigen oder nicht ernst zu nehmen. Und um nochmal auf das Messen und Zählen zu kommen, die technokratische Ideologie fängt da an, wo man sagt, nur das Messen und Zählen ist wirklich oder ist realer als unsere primäre Wirklichkeit, als unsere Wahrnehmung, als das, was wir sehen. Und das ist die Abwertung dessen, was man dann Subjektivität genannt hat. Das spielt in der Moderne eine enorme Rolle. Und das spielt auch eine politische Rolle. Weil wenn ich das Erleben der Menschen abwerte, als etwas, was eigentlich nicht relevant ist, und sage, nur was die Experten zählen und messen, ist relevant, dann entwerte ich ja auch, was Menschen erleben. Was Menschen zum Beispiel, die unter unserem Wirtschaftssystem leiden, an ihrem Arbeitsplatz oder unter anderen Bedingungen, was sie zu sagen haben, weil sie sagen, ich will so nicht leben, ich will vielleicht anders leben. Und in allen Revolutionen hat es eine enorme Rolle gespielt, dass diese Subjektivität wieder aktiv wurde und politisiert wurde und man gesagt hat, wir wollen anders leben. Man denke an 68, ne? Es ging ja nicht nur darum zu sagen, ja, wir müssen irgendwie das Geld ein bisschen anders verteilen und so, sondern es ging darum zu sagen, wir wollen anders leben, wir wollen freier leben. Und das ist ohne eine Belebung der Innenwelten, nicht zuletzt auch durch die Künste, durch Musik, Theater und so weiter, gar nicht zu denken. Hm. Also mir scheint es so, dass du, wenn du jetzt Kritik übst an den Naturwissenschaften, dass du vor allen Dingen sagst, also die Art und Weise, wie die Naturwissenschaften als und das, was sie als Ergebnisse bringen und als Forschung bringen, dass das quasi zum Leitprinzip einer Gesellschaft wird, also das Zählen und das Messen. Die Frage ist immer noch, machen das die Naturwissenschaftler selber, dass sie also diese Priorität so hochsetzen? Das wäre die Frage. Und die zweite Sache wäre möglicherweise, kommt das Gegenargument von den Naturwissenschaftlern, dass sie sagen, über Subjektivität machen wir gar keine Aussagen. Also wir können über diesen Bereich schlicht und ergreifend keine verständlichen, rationalen, überprüfbaren Aussagen machen. Das ist ja genau das Problem, was Newton schon hatte, oder auch Descartes. Er hat gesagt, also ich mache hier Aussagen über den Körper und die Materie, aber ich mache, der Geist bleibt eigentlich intakt bei der ganzen Sache. Das heißt also nochmal meine Frage, gibt es sowas wie technokratische Wissenschaften, also nicht nur der Gebrauch des Wissens, sondern wirklich also technokratische Wissenschaften, Naturwissenschaft in ihrer Art und Weise, wie sie operieren? Also ich glaube, dass eine aufgeklärte Wissenschaft immer eine Wissenschaft ist, die sich der Grenzen ihrer Erkenntnismöglichkeiten bewusst ist. Und das waren die großen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auch. Newton war das in hohem Maße, Einstein war das in hohem Maße. Richard Feynman, Nobelpreisträger für Physik, war es in hohem Maße. Richard Feynman, der bedeutendste Quantenphysiker oder überhaupt Physiker der letzten 60, 70 Jahre, hat gesagt, die Naturwissenschaften können der erlebten Wirklichkeit nie etwas wegnehmen, ne? Sondern sie können nur was hinzufügen.
das Mysterium einer Blume wird in keiner Weise weniger mysteriös dadurch, dass ich weiß, wie ihre quantenphysikalische Struktur ist. Es ist eine weitere Dimension der Erkenntnis. Und das ist die richtige Herangehensweise, glaube ich. Insofern hat die technokratische Ideologie ist eigentlich genau das Gegenteil einer aufgeklärten Naturwissenschaft. Sehr weit verbreitet. Leider, wir sehen das zum Beispiel heute im Silicon Valley, wenn so Leute wie der Chefentwickler von Google, Ray Kurzweil, sagt, ja, für den Menschen, den kann man eigentlich auf eine Festplatte uploaden. Das ist eigentlich nur ein Algorithmus. Ne? Das ist eine extreme Form dieser Leugnung der Innenwelten. Und gleichzeitig der Leugnung unserer biologischen Körper. Er sagt, wir sind eigentlich nur eine Maschine, ein Algorithmus, kann man uploaden, kann man auch verkaufen am Ende des Tages. Ne? Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, selbst wenn diese Leute am Rande auch mal wissenschaftlich gearbeitet haben mögen. Aber es ist nicht Wissen, es ist antiwissenschaftlich. Es ist eigentlich also im negativen Sinne religiös. Beim nächsten Begriff, der schwierig ist, weil ich mache im Buch, nehme ich den auch auseinander und sage, unter diesem Begriff werden sehr verschiedene Dinge verhandelt, aber zumindest die autoritären Religionen, die sagen, man muss an bestimmte Sachen glauben, die haben eben sehr viel mit dem technokratischen Weltbild wiederum gemeint, viel mehr als man denkt. Also Richard Dawkins, der ja zeitlebens einen Krieg eigentlich geführt hat gegen Religion, gesagt hat, das ist alles Mumpitz, hat ja selber Behauptungen aufgestellt, die quasi religiösen Inhalt sind. Ein egoistisches Gen, da wird ein Molekül unterstellt, dass es einen bestimmten Willen hat und dass es eine bestimmte Agenda hat und so weiter. Ne? Also ich glaube, man muss das eher umkehren und sagen, wie irrational manches ist, was da unter dem Banner der Rationalität eigentlich segelt. Ich möchte zum Abschluss also dieses Teils nochmal ein bisschen eine andere Herangehensweise haben. Wir haben ja eigentlich, wenn wir uns die modernen Naturwissenschaften anschauen, dann ist es ja auch eine Geschichte des unter den Teppichkehrens von Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Also so haben die Naturwissenschaftler im Zuge der Industrialisierung immer auf die Umweltschäden und Gesundheitsschäden hingewiesen. Das Wissen wurde aber unterdrückt von diversen Kräften. Sie haben auch immer Alternativen zu schädlichem Technologiegebrauch geboten. Also wir hätten schon längst auf alternative Ökoenergien oder erneuerbare Energien umsteuern können. Wir hatten immer schon Wasserkraft in kleinen Flüssen, wir hatten immer schon Windkraft, wir hatten auch relativ schnell Solarenergie. Es wurde zuerst im Weltall eingesetzt von den USA. Das heißt also, alle diese Dinge sind ja da gewesen, sie wurden aber unterdrückt. Und da möchte ich auf die Frage kommen, du sagst ja, wir müssen die Natur neu denken. Vor diesem Hintergrund, was stellst du dir vor? Wie sieht eine aufgeklärte Naturwissenschaft deiner Meinung nach aus? Du sprichst ja auch von der Einbeziehung von Kosmologie oder von Innenwelten. Wie sähe das deiner Meinung nach aus? Ja, also zunächst mal ist es natürlich ganz richtig, dass die Naturwissenschaften auch in den letzten Jahrzehnten extrem viele Dinge zutage gefördert haben, die wir dringend brauchen für einen sozial-ökologischen Umbau. Und du schreibst das ja auch in diesem Buchkurs Klimakollaps, wie viele dieser Erkenntnisse, Berichte, die schon in den 70er, 80er Jahren auf dem Tisch lagen, weggedrängt worden sind von der Politik, aber teilweise auch von Medien. Und insofern ist das von hohem Wert. Die Geschichte ist ja die, dass als die modernen Naturwissenschaften entstanden sind, waren sie sehr instrumentell benutzt für die Expansion des kapitalistischen Systems. Also bessere Kanonen herzustellen, bessere Schiffe herzustellen für die koloniale Expansion und so weiter. Und diese Leute wie Newton auch leider und die Boyle, der Vater der modernen Chemie und so weiter, diese Leute waren zutiefst eingebettet in diese koloniale Geldakkumulationsmaschine. Die waren Direktoriumsmitglieder in den Aktiengesellschaften und so weiter. Und in dieser Hinsicht würde ich sie auch kritisieren und sagen, da haben sie sich auch schuldig gemacht, ne, an kolonialen Verbrechen, ganz klar. Anteilseigner waren sie auch teilweise, also direkt verdient. Aber die Wissenschaften haben sich ja auch verändert. Und damals gab es keine Universitäten im heutigen Sinne. Es waren im Wesentlichen theologische Universitäten. Die Forscher waren eigentlich darauf angewiesen, damals auf dem freien Markt ihr Wissen zu verkaufen. Und wer hat ihnen Geld gegeben? Natürlich die Warlords, die Fürsten der Zeit und die großen Kapitaleigner. Aber mit der Gründung von öffentlichen Universitäten, die im öffentlichen Interesse arbeiten sollen, arbeiten Forscher natürlich zunehmend auch für das Gemeinwohl. Das sollten sie zumindest tun. Das ist durch diese ganze Drittmittel-Geschichte jetzt in den Universitäten auch wieder zurückgedrängt. Aber eigentlich ist der Sinn von öffentlichen
öffentlichen Institutionen Forschung für das öffentliche Wohl zu mobilisieren. Und das ist ja auch geschehen zum Teil. Wir haben also eine relevante Klimaforschung, wir haben eine enorme Forschung zu erneuerbaren Energien und so weiter. Und da ist es eben interessant. Die Wissenschaften werden so lange immer hochgehalten und gesagt, wir leben in einer Wissensgesellschaft oder gar Wissenschaftsgesellschaft, wo sie für die kapitalistische Expansion nützlich sind. In dem Moment, wo sie Sand ins Getriebe streuen und sagen, Moment, wir müssen unser Energiesystem umbauen und das geht auf die Profite von bestimmten Leuten oder wir müssen am Ende des Tages vielleicht eine Ökonomie erfinden, die nicht mehr wächst oder die nicht mehr darauf beruht, dass Aktiengesellschaften endlos Kapital akkumulieren. Alle diese Forschungsergebnisse, die es seit Jahrzehnten gibt, werden wenig zur Kenntnis genommen. Das ist also eine selektive Wahrnehmung und das ist Teil dieser technokratischen Ideologie, dass eben selektiv nur die für die Expansion nützlichen Erkenntnisse genommen werden und diejenigen, die uns eigentlich vor die Herausforderung stellen, dass wir Dinge ändern müssen, die werden viel weniger diskutiert und die spielen auch auf politischer Ebene oft keine Rolle. Also Rajendra Pachauri, ehemaliger Vorsitzender des IPCC, also des UN-Klimarats, der hat am Rande einer Klimakonferenz, wo die ganzen Regierungschefs da waren, gesagt, keiner von diesen Menschen, nicht einer, interessiert sich für die Ergebnisse der Klimawissenschaft. Und das ist ja das, was wir heute auch erleben. Klimawissenschaften sagen ganz klar, wir müssen Treibhausgasemissionen in den Industrieländern um 80% senken bis 2030, um eine Chance zu haben, eine Chance unter 2 Grad zu bleiben. Haben Sie diese Zahl schon aus dem Munde von Politikerinnen oder Politikern gehört, 80%? Höre ich nicht. Ne? Das ist aber der Stand der Forschung. Und da kommen wir ja beim gesellschaftlichen Umbau sicher auch nochmal drauf. Also das ist im Kern ist die Struktur unseres politischen und ökonomischen Systems letztlich irrational und verdrängt die rationalen Erkenntnisse, die für unser Überleben notwendig sind. Und zur aufgeklärten Naturwissenschaft oder der Einbeziehung von Kosmologie und Innenwelten? Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich bringe im Buch ein Beispiel dafür. Und das ist die indonesische Landwirtschaft in Bali. Bali ist ja eine kleine Insel, eine Vulkaninsel, hat ein schwieriges Terrain und hat aber die produktivste Landwirtschaft in ganz Indonesien, über 1000 Jahre. Wie haben sie das gemacht? Sie haben ein System, das nennt sich Subak-System, das auf einer bestimmten Wasserverteilung für die Reisterrassen beruht. Und dieses Wasser muss auf eine bestimmte Weise verteilt werden, damit Schädlinge kontrolliert werden. Muss in einer bestimmten Zeit geflutet werden, aber nur die einen Felder und nicht die anderen. Und das Wasser muss gerecht verteilt werden, damit die, die oben am Wasser sitzen, nicht alles abzapfen und unten nichts mehr ankommt. So. Wie machen die das? Die haben an den verschiedenen Abzweigungen von den Flüssen Tempel. Und in diesen Tempeln gibt es Versammlungen, die darüber entscheiden, wann was geflutet wird, wer wann wie viel Wasser gibt. Ist auch sehr demokratisch organisiert. Kastenzugehörigkeit spielt da eigentlich keine Rolle. Es ist aber eng verwoben mit der balinesischen Kosmologie, wie die Leute das Universum denken. Da geht es dann um eine bestimmte Göttin, die irgendwie für das Wasser zuständig ist und so weiter. Und die machen also auch sehr elaborierte Zeremonien, die damit zu tun haben, wie die Balinesen den Kosmos sehen. Ne? Und nun kam die indonesische Regierung in den 70er Jahren her und sagte, es ist doch alles total ineffizienter Hokuspokus. Wollen wir das nicht mal ein bisschen moderner machen? Dann haben sie von Siba Geigi aus der Schweiz Ingenieure geholt, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, ja klar, es ist Hokuspokus, dieser religiöse Mumpitz oder so, weg. Wir brauchen Hochertragssorten, Pestizide, dreimal im Jahr Pflanzen und so weiter. Und dann haben sie das durchgezogen und das System ist eigentlich zusammengebrochen. Ne? Also es gab eine Explosion von Schädlingen, in Corona-Zeiten ganz interessant, was unser Naturverhältnis angeht. Ne? Es gab, die sozialen Systeme sind in die Krise gekommen, die Ernten sind irgendwann kaputt gegangen und so weiter. Pestizide haben die Leute krank gemacht und so und man musste dann auf das ursprüngliche Subak-System zurückkommen. Nun ist das Interessante daran, wenn man sich anguckt, welche Art von Wissenschaft und Forschung man bräuchte, um sein System zu verstehen, da muss man sagen, okay, wir gucken uns das ökologische System an, was sind da für Frösche drin, was sind da für Kleinstlebewesen drin, das gucken wir uns alles an. Aber um die Ökologie der balinesischen Reisterrassen zu verstehen, müssen wir gleichzeitig das Sozialsystem der Balinesen verstehen. Wir müssen ihre Kosmologie verstehen, was in ihren Köpfen passiert, weil all das hängt miteinander zusammen. Ein soziales System, ein ökologisches System und ein kosmologisches System bilden ein Ganzes. Und um das zu verstehen, braucht man eben all diese Wissenschaften. Deswegen muss man, das ist ja ein Modewort, interdisziplinär oder spartenübergreifend arbeiten, um komplexe Systeme zu verstehen und sie nicht zu zerstören.
Einige nennen das ja, oder in der Wissenschaft wird das ja Folk Science genannt, also das ist so eine Art Volkswissenschaft, die vor allen Dingen im bäuerlichen Raum sehr stark ist. Also ich komme vom Bauernhof und da kenne ich das. Also die über Traditionen hat sich mehr oder weniger am Wissen etabliert, wie also die Bewirtschaftung von bestimmten Ländereien stattfinden muss, wo gute Ländereien sind, die hohe Bonität haben. Die hatten damals noch keinen Bonitätsindex, wie wir das heute haben, sondern die wussten das einfach über Jahrhunderte. Die wussten genau, welche Pflanzen wo zu pflanzen sind und am besten Erträge bringen. Das heißt also, diese Art der Wissenschaft, also die auch durchaus durch Empirie getragen wird, aber nicht in diese formale Wissenschaft reinkommt, die wird ja sehr oft im bäuerlichen Raum unterdrückt und hat meistens also die besseren Erfolge. Das zeigst du ja sehr schön an dem Beispiel von Indonesien. Ich möchte jetzt aber, weil die Zeit schon voranschreitet, auch noch zum zweiten Punkt kommen, nämlich zur Klimakrise, gesellschaftlicher Umbau. Wir müssen uns da ein bisschen jetzt sputen, darum kürze ich es ein bisschen ab. Ein wichtiger Begriff, den du bringst, ist ja, dass du nicht nur sagst, ja, wir müssen Natur neu denken, sondern wir müssen Gesellschaft auch neu denken. Und du betonst immer wieder, wir brauchen einen gesellschaftlichen Umbau, eine Transformation, weg von Institutionen, die nur auf Profit orientiert sind, hin zu einer Art Gemeinwohl. Ökonomie. Kannst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen? Was verstehst du genau darunter? Ja, also zunächst mal, wenn man wissen will, wie man ein ökonomisches System umbaut, muss man erstmal wissen, wie das jetzige funktioniert. Und auch darüber sind wir relativ schlecht leider aufgeklärt, obwohl es eine gute Forschung dazu gibt. Das System, was wir jetzt haben, ist keineswegs ein Marktsystem, wie immer wieder gesagt wird, sondern ein System, das auf der engen Verbindung von großen ökonomischen Institutionen, vor allem Kapitalgesellschaften, mit Staaten beruht. Also nur mal ein paar Beispiele dafür. Die 500 größten Aktiengesellschaften der Welt kontrollieren etwa 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und 2/3 des Welthandels sind also der Motor der ganzen Maschinerie. Und das sind Institutionen, die, um zu existieren, immer weiter wachsen müssen. Also ihre legale Konstruktion zwingt sie dazu, nur einen einzigen Zweck zu verfolgen, nämlich die Vermehrung des Kapitals der Anteilseigner. Es gibt keine ethischen Zwecke von Aktiengesellschaften. Es gibt keine ökologischen Zwecke, keine sozialen Zwecke, keine ethischen Zwecke, sondern nur diesen einen. Der Vorstandsvorsitzende von so einer Institution kann der netteste Mensch der Welt sein. Er kann Biomöhren im Garten züchten, Flüchtlinge verstecken. Er hat aber in seiner Funktion nur den einen Zweck, das Quartalsergebnis zu verbessern. Das ist eine Art Maschine, die immer weiter wachsen muss. Seit 400 Jahren, seit die erste in Amsterdam gegründet worden ist. Das sind die mächtigsten Institutionen der Welt. Sie zwingen das System in eine endlose Expansion, was natürlich auf einem begrenzten Planeten ein Problem ist. So, nun können diese Institutionen aber nicht alleine existieren. Sie wurden vor 400 Jahren von Staaten geschaffen. Der gesamte legale Code, auf dem sie beruhen, ist von Staaten geschaffen worden. Das haben sie nicht selbst gemacht. Sie haben damals, sind sie mit Waffen ausgestattet worden. Die frühen Aktiengesellschaften waren alle bewaffnet. Schweres Militär, damit haben sie Länder wie Indien erobert, unterworfen und so weiter, dort regiert. In Indien zum Beispiel bis 1858 wurde von einer Aktiengesellschaft der British East India Company regiert. Das war die Regel. Also ein großer Teil des Kolonialismus oder eigentlich der größte wurde durch diese Aktiengesellschaften vollbracht. Nun können die aber nicht nur deswegen nicht ohne Staaten leben, weil die ihnen die legale Konstruktion bieten, heute auch das Militär sozusagen, was die Aktiengesellschaften nicht mehr selbst machen, sondern das machen die Staaten, die bomben ihnen den Weg frei für die nächste Pipeline zum Beispiel oder vertreiben die Bauern vom Land, damit eine Pipeline durchgehen kann, das machen die Aktiengesellschaften nicht immer selbst. Aber sie sind auch von Subventionen abhängig. Das ist eigentlich das große Geheimnis oder das offene Geheimnis dieses ganzen Systems, dass es ohne Subventionen nicht existieren kann. Der Internationale Währungsfonds sagt, dass wir die fossilen Energien jedes Jahr mit 5.000 Milliarden Dollar subventionieren. Das sind die Steuerzahler, die die Zerstörung der Biosphäre finanzieren. Das ist über ganz verschiedene Mechanismen. In Deutschland kommt noch hinzu zum Beispiel die Autoindustrie, die könnte ohne Subventionen auch nicht mehr existieren. 15 Milliarden Euro jedes Jahr, Pendlerpauschalen, Abwrackprämien und so weiter, Dienstwagenprivilegien. Flugzeugindustrie genau dasselbe. Auch jedes Jahr so 12 Milliarden Subventionen allein in Deutschland plus Flughäfen. Der BER-Flughafen hat 7 Milliarden Euro gekostet,
haben das die Airlines selbst bezahlt? Nein, es hat der Steuerzahler bezahlt oder die Steuerzahlerinnen. Und das bedeutet, dass diese ganze Billigfliegerei gar nicht möglich wäre, wenn es nicht subventioniert wäre. Und man kann eben durch diese 500 größten Unternehmen der Welt durchgehen und sagen, der größte Teil von denen würde nicht mehr existieren, inklusive alle Großbanken, die wir seit 2008 gerettet haben. Ne? Das ist also ein staatlich subventioniertes System von hochkonzentrierter ökonomischer Macht. Und auf dieser Ebene hat es mit Markt gar nichts zu tun. Und jetzt kann man sagen, wie kann man das ändern? Einer der Hebel, nicht der einzige, aber ein wesentlicher ist zu sagen, ja, okay, das Geld stecken wir doch bitte woanders rein, nämlich in einen sozial-ökologischen Umbau. Dann heißt es ja immer, aber die Arbeitsplätze in der Autoindustrie, ja, aber gibt es denn im Gesundheitswesen und im Bildungssektor und in der Kultur keine Arbeitsplätze? Ein Arbeitsplatz in der Autoindustrie kostet 1 Million Euro, um den herzustellen. Das ist relativ viel Geld, was man braucht, um einen Menschen zu beschäftigen. Ne? In der Gesundheit oder in der Bildung kann man mit viel weniger Investitionen vernünftige, sinnvolle Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, in der Corona-Krise haben wir das jetzt gesehen. Wir haben wieder Milliarden, ja weltweit Billionen in die Hand genommen, in die falsche Richtung kanalisiert, wieder in die Flugzeug- und Autoindustrie und in die Banken. Also so viele Krisen haben wir wahrscheinlich nicht mehr, wo wir nochmal eine Chance haben, das zu ändern, aber vielleicht doch noch. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hebel zu sagen, das Geld, der Staat, muss eigentlich umgebaut werden. Ne? Der Staat ist am Anfang dieser Geschichte der letzten 500 Jahre eine rein repressive Institution gewesen, die dafür gedient hat, diese Akkumulationsmaschine in Gang zu halten. Aber seit der Französischen Revolution haben wir dem Staat oder haben die Menschen dem Staat andere Funktionen abgetrotzt, gemeinwohlorientierte Funktionen. Und auf diesem Weg müssen wir eigentlich weitergehen, sodass der Staat eine durch und durch gemeinwohlorientierte Institution ist, die das Geld tatsächlich in Bereiche steckt, die anders organisiert sind. Und da gibt es viele Vorschläge, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel sagen, alle Unternehmen machen eine Gemeinwohlbilanz. Das ist der Vorschlag der Gemeinwohlökonomie. Die machen also nicht nur eine Finanzbilanz, sondern die sagen, was machen wir denn in sozialer und ökologischer Hinsicht über die ganze Wertschöpfungskette hinweg? Also von den Ressourcen bis zur Verschrottung. Welche Effekte hat das ökologisch und sozial? Und je nachdem, ob man eine gute Gemeinwohlbilanz hat, oder eine schlechte, zahlt man wenig Steuern, kriegt günstige Kredite und wird in der Beschaffung des Staates berücksichtigt. Ne? Das ist ein Vorschlag, das würde unser ganzes perverses Subventionssystem vom Kopf auf die Füße stellen. Sämtliche DAX-Konzerne wären weg vom Fenster, ne? Weil sie einfach keine Kredite mehr bekommen würden und sehr viel Steuern zahlen müssten. Ne? Ist also eigentlich, klingt erstmal so harmlos, aber ist eigentlich ein relativ radikaler Vorschlag. Aber er zeigt, dass es eben andere Möglichkeiten gibt, diese Ökonomie zu organisieren. Und ich glaube, wir müssen auch über die einzelnen Institutionen, die die Ökonomie tragen, nachdenken. Brauchen wir Aktiengesellschaften? Wofür eigentlich? Ne? Es gibt ja auch andere ökonomische Institutionen, die nicht zwingend wachsen müssen, die nicht expandieren müssen, die nicht akkumulieren, die trotzdem gut funktionieren und Dienstleistungen und Güter für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen. Genossenschaften zum Beispiel im Wohnungsbereich, ein Erfolgsmodell. Ne? Da kann man das Geld reinstecken und wir sehen ja jetzt in Berlin am 26. September können wir auch darüber abstimmen, ob Deutsche Wohnen und Co. auf Grundlage des Artikels 15 unseres sehr fortschrittlichen Grundgesetzes tatsächlich in Gemeineigentum überführt werden und aus der Profitlogik herausgenommen werden. Und wenn man das in vielen Bereichen tut, dann und das Ökologische und Soziale miteinander verbindet, dann wird ein Schuh draus. Wenn nämlich zum Beispiel die Leute in Berlin, wenn sie jetzt neu eine Wohnung mieten, zahlen sie teilweise 15 Euro pro Quadratmeter oder mehr. Ne? Wenn das in Gemeineigentum überführt wird und die Leute dann wieder mit 7 Euro pro Quadratmeter mieten können, dann müssen sie wesentlich weniger arbeiten, um denselben Lebensstandard zu haben. Ne? Könnten sie mit einer 75%-Stelle denselben Lebensstandard haben wie jetzt. Ne? Und das bedeutet, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns klar machen, dass die ökologische Krise, die wir haben, zum einen natürlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe hervorgerufen wird, zum anderen aber auch durch eine gigantische Überproduktion im globalen Norden. Wir produzieren viel zu viele Güter. Alle 2 Jahre tauschen wir unser Smartphone gegen ein neues aus. Das hat mit Lebensqualität wenig zu tun. Wenn wir das reduzieren würden und sagen würden, weniger Smartphones, wir nutzen die Dinger 20 Jahre lang, ja, dann müssten wir weniger produzieren. Dann müssen wir Arbeitszeiten verkürzen, gesellschaftlichen Reichtum umverteilen, damit Leute mit einer 20-25-Stunden-Stelle noch gut leben können, Wohneigentum verändern, damit man günstige Mieten hat. Und dann hat man eine ökologisch-soziale Transformation, wofür eine Mehrheit der Bevölkerung sogar ein Plus
an Lebensqualität herausspringen könnte, nämlich zu sagen, hey, ich muss weniger arbeiten und wir schmeißen die Autos aus der Stadt raus und unsere Kinder können wieder auf der Straße spielen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses Umbaus, den wir brauchen, dass wir positive Bilder schaffen und nicht nur Bilder, sondern wirklich konkrete Visionen, wie wir einen Umbau schaffen, der mit mehr sozialer Gerechtigkeit tatsächlich voranschreitet und einer massiven Reduktion unseres ökologischen Fußabdrucks. Also es gibt ja in der Diskussion um sozial-ökologische Transformation so verschiedene Ebenen, also es ist, und diese Ebenen laufen auch ein bisschen ineinander. Du hast jetzt einige Maßnahmen genannt, die, sagen wir mal, so in die Richtung gehen, Überwindung neoliberaler Politik, mehr Staat wieder in die Ökonomie reinbringen. Das ist auch etwas, glaube ich, was man dann so bei Naomi Klein auch findet. Also die, wenn sie von Kapitalismus spricht, meint sie eigentlich, wenn man genau hinguckt, Neoliberalismus. Also den möchte sie eigentlich abschaffen, damit wir also die Krisen lösen können. Gibt es aber noch eine weitere Verständnis meines Erachtens von Transformation, und das meint also wirklich Überwindung des Kapitalismus, also hinter den Kapitalismus kommen und dann nicht nur also sozusagen mehr Staat, Reformpolitik, sondern tatsächlich auch eine Überwindung, also alles dessen, was wir haben. Und das heißt, dann gibt es keine Privatunternehmen mehr und keine, letztlich auch keine Märkte mehr, wenn man es ernst meint. Und dann gibt es noch eine weitere, glaube ich, Schicht, tiefere Schicht, was auch immer ein bisschen mitschwingt und wie gesagt immer hinübergleiten in die anderen. Das ist nämlich zu sagen, wir müssen noch viel tiefer transformieren. Also wir müssen eigentlich, also die industrielle Basis unserer Gesellschaft müssen wir in Frage stellen. Da gibt es verschiedene Antworten drauf, also Stichworte ökonomische Dynamik, Wohlstand, Wachstum, technischer Fortschritt, auch Naturwissenschaften, Naturneudenken, Geldwirtschaft vielleicht auch abschaffen. Manche wollen die industrielle Gesellschaft ganz überwinden. Da gibt es auch verschiedene Traditionslinien, die schon aus dem 19. Jahrhundert kommen, also Primitive Anarchism oder Natural Anarchism. Sehr radikale Umweltbewegungen, die sich auch rausgezogen haben aus der Gesellschaft, Arts- und Craft-Gesellschaften. Wie würdest du dich in diesen ganzen Ebenen und Traditionslinien, wo würdest du dich da verorten? Und welche Auswirkungen hat das, also das Nachdenken über diese Dinge für deine politische Positionierung? Mhm. Also ich glaube, dass wir tatsächlich Visionen brauchen, um aus dem kapitalistischen Weltsystem langfristig, mittelfristig rauszukommen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht leicht. Das versuchen Leute ja schon seit 500 Jahren und seit 200 Jahren sogar sehr massiv, und es hat immer wieder zurückgeschlagen. Aber es gibt ja auch Leute wie Immanuel Wallerstein und viele andere, die die Weltsystemanalyse entwickelt haben, die sagen, das System ist aus verschiedenen Gründen in einer so tiefen Krise, dass wir, ob wir wollen oder nicht, sowieso irgendeine Art von Übergang sehen werden in den nächsten 50 Jahren vielleicht etwa. Aufgrund der ökologischen Krise, aber aufgrund auch der sozialen Widersprüche, die das System ausmachen. Und dass es vollkommen offen ist, was wir dann bekommen. Es kann etwas sein, was auch noch schlimmer ist als der Kapitalismus. Es ist ja nicht das einzige destruktive und repressive System, was es so gibt. Es gibt auch noch schlimmere Varianten. Also es ist nicht unbedingt eine rein optimistische Vision, endlich ist der Kapitalismus weg und dann wird alles besser. Nein, das hängt eben davon ab, wie sich die Menschen in dieser Zeit organisieren. Welche Gedanken sie denken, wie sie konkret handeln. Und wenn es stimmt, dass wir in eine chaotische Phase dieses Systems eintreten, dann ist eine der, sei es guten oder schlechten Botschaften dabei, dass relativ kleine Bewegungen relativ viel verändern können. Ne? Das kann wirklich im Guten wie im Schlechten sein. Man sieht ja jetzt auch, dass eine relativ kleine Gruppe von Nazis wie bei Pegida vor einigen Jahren irgendwie plötzlich ein großes Shift machen kann. Ne? Also das ist das Wesen von chaotischen Zeiten. Aber um nochmal auf deine Frage genauer zu kommen, wo verorte ich mich da? Also ich glaube, dass wir ein bisschen Abstand nehmen müssen, auch von unseren persönlichen Steckenpferden. Also der eine will geldfrei leben, der andere auf dem Bauernhof, der nächste will in der Stadt und ist sehr technikaffin und so weiter. Wenn jeder sagt, meine Vision ist die einzig wahre, dann gibt es nie ein Zusammenwirken. Wir brauchen ja ein breites Zusammenwirken, um die destruktiven Teile dieses Systems zu überwinden. Und deswegen würde ich so argumentieren, dass ich sage, ich würde zum Beispiel auch einen Green New Deal unterstützen, der auch innerhalb der kapitalistischen Logik ein Stück weit funktioniert. Den Kapitalismus auch am Leben hält.
Ja, wenn man erstmal definieren, was man mit Kapitalismus meint. Naja. Also wie gesagt, es ist ein System, das auf der engen Verschränkung von Staat und Großkapital beruht. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall einen Keil reinschieben. Ja? Mhm. Und also den Kapitalismus sozusagen, unsere Gesellschaft ist ja nie zu keinem Zeitpunkt vollständig kapitalistisch. Es gibt ja immer andere Bereiche. Hier zum Beispiel diskutieren wir außerhalb, eigentlich ein Stück weit außerhalb der kapitalistischen Logik. Und viele Bereiche unseres Lebens sind nicht kapitalistisch organisiert. Eine Universität zum Beispiel, die keine Studiengebühren hat oder so. Es gibt also öffentliche Bereiche und die muss man ausweiten. Man muss also eigentlich den nicht kapitalistisch organisierten Bereich ausweiten. Das ist eine Frage von Gelände gewinnen und versuchen, einen Keil zwischen Staat und Großkapital zu treiben, dass der Staat weniger das Großkapital fördert, sondern mehr die dezentralen, gemeinwohlorientierten Strukturen. Das ist also eine Frage des Geländegewinns. Ne? Ob man sagt, man muss das jetzt als erstes dieses System überwinden und dann kann man Klimaschutz machen, das würde ich sagen, nein. Wir müssen innerhalb des Systems auch alles tun, um so viel Klimaschutz wie möglich zu betreiben, um so viel erneuerbare Energien wie möglich zu machen, ohne die anderen ökologischen Aspekte zu verschlimmern, wie Biodiversität, Böden und Wasser und so weiter, und gleichzeitig daran arbeiten, Schritt für Schritt aus der kapitalistischen Logik etwas mehr auszusteigen. Und ein Green New Deal zum Beispiel könnte solche Elemente haben, wenn man sagen würde, das staatliche Geld geht dann nicht nur an Tesla, sondern geht zum Beispiel an genossenschaftlich organisierte Wohnungsbaugesellschaften, geht an Energien in Bürgerhand zum Beispiel, ist ja auch ein Erfolgsmodell lange gewesen in Deutschland, erneuerbare Energien nicht in der Hand von großen Energiekonzernen, sondern in der Hand von Bürgern, kommunale Betriebe zum Beispiel, da kann man ja sehr viel Geld reinstecken, das könnte auch Teil eines Green New Deal sein, und solch ein Green New Deal würde tatsächlich ein Land etwas weniger kapitalistisch machen. Und in der nächsten Krise, die wir bekommen, da muss man, glaube ich, sich sehr klar sein, dass wir weitere Krisen bekommen werden. Finanzkrisen, möglicherweise Pandemien, ökologische Krisen. Und in all diesen Krisen wird immer wieder die Frage sein, in welche Richtung geht die Gesellschaft, in die oder in die. Und wenn wir tatsächlich diese Gesellschaft ein Stück weit in eine progressive Richtung schieben können, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt größer, dass es einen weiteren Schritt geben wird, der ein Stück weit aus dem Kapitalismus rausführt. Und wenn dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden, ist in der übernächsten Krise die Wahrscheinlichkeit wiederum größer, dass wir ein Stück weit mehr rauskommen. Also ich glaube, so komplex muss man mindestens schon denken. Und irgendwie so ein voluntaristisches, jetzt schaffen wir das System ab, funktioniert ja sowieso nicht. Man muss da eben komplexer denken. Aber ich würde sagen, jeder Schritt, der ein Stück weit kapitalistische Logik zurückdrängt und das mit Klimaschutz verbindet, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und den würde ich unterstützen. Es gibt ja durchaus auch bei, ich sag mal, kapitalismuskritischen, auch Klimabewegungen oder Degrowth-Klimabewegungen, gibt es ja durchaus Spannungen, also zu den, ich sag mal, Vertretern, die sagen, also hier, wir machen eine Energiewende und das ist also sozusagen unser Fokus. Und die dann auch durchaus sagen, zum Beispiel ein Reizthema ist ja immer die Elektromobilität und Tesla hast du ja angesprochen, die dann sagen, also wir wollen kein Tesla haben und wir wollen auch nicht so viele Elektroautos haben, weil das eben letztlich auf andere Weise auch umweltschädlich sein kann. Und sagen, also wir brauchen eine andere Lösung. Jetzt ist natürlich in dieser Zeitfrist, die wir haben, 10, 15 Jahren, ist ja ein enormer Druck auf uns zu handeln. Also wir haben nicht mehr den Luxus, also lange uns zu unterhalten darüber, was die ideale Weg, auf Null Emissionen zu kommen. Das heißt, unter diesem extremen Druck am Rand des Abgrunds, an dem wir uns ja tatsächlich befinden, ist ja die Frage, welche Optionen haben wir? Welche realistischen Optionen haben wir, um das Ziel zu erreichen? Und wir müssen das Ziel erreichen, garantiert. Und um das Beispiel Tesla aufzunehmen, meiner Meinung nach ist die Alternative nicht Tesla oder irgendwelche alternativen Sachen, sondern wenn wir ehrlich sind, ist die Alternative Tesla, die Elektroautos bauen, nur Elektroautos bauen, mit einem Solardach drauf und Windkraftenergie, die sie einkaufen, und auf der anderen Seite VW, die sich noch nicht mal festgelegt haben, irgendeinen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor festzulegen. VW, die... Er hört hier mit seinem Handy.
geschrieben hier, wenn Leute in Veranstaltungen ihre Googles da nachgucken. Das hat ja auch was mit Kapitalismus zu tun. Und wenn Sie darüber sprechen, stört es noch mehr. Ja, vielleicht können wir das ja. Ja, können wir ja nachher. Können wir nachher klären. Können wir nachher klären. Einfach nicht. Ja. Fertig. Ja. Das ist unhöflich. Könnten wir weiterreden jetzt? Ist es unhöflich oder nicht? Nein, ja. Lass uns weiterreden. Gut. Also um nochmal auf den Punkt, also ich denke, die Alternative, oder für mich stellt sie sich so dar, dass wir die Alternative haben zwischen Tesla, die Elektroautos herstellen und tatsächlich auch eine Dekarbonisierung vorantreiben können, und auf der anderen Seite VW und andere große Autokonzerne, die also sich einfach bisher weigern, überhaupt ein Elektroauto sozusagen wirklich, also 100% auf Elektro umzustellen und gleichzeitig ihre Produktionsstätten mit Gaskraftenergie, also mit dem Strom aus Gaskraftwerken befeuern. Also in Wolfsburg wurde ein Gaskraftwerk gebaut, keine Solarpaneelen drauf. Das heißt also, meine Frage ist, ist eine strategische Frage, keine inhaltliche Frage. Also ich glaube, es sind rein politisch-strategische Fragen, also die auch die Bewegung spalten, durchaus. Also man sieht bei Extinction Rebellion durchaus, die sagen also zum Beispiel, also wir können überhaupt nichts mehr ändern in der Politik, wir sprechen auch gar nicht mehr mit dem Staat oder so, sondern wir brauchen was ganz anderes, eine Bürgerinnenversammlung. Es ist ein anderes Modell zum Beispiel als Fridays for Future wieder. Es gibt andere, also die sagen, also innerhalb des Kapitalismus können wir sowieso keine Lösung finden, die durchaus auch in der Klimabewegung sind. Und es gibt sehr viele, die also auch eine Art Klimafatalismus haben, die sagen, also eine Energiewende wird nie stattfinden, die kann es auch gar nicht, kann auch gar nicht funktionieren, weil die Erneuerbaren einfach nicht wirkmächtig genug sind, der Ertrag nicht groß genug ist. Also alle diese Dinge spielen ja so in der politischen, im politischen Raum gerade eine Rolle. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, also was sind für uns Alternativen, wirklich echte Alternativen, realistische Alternativen, wirklich in 10, 15 Jahren auf 100% Erneuerbare zu kommen? Und wo müssen manche auch Kröten schlucken, weil wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt nicht das Ideal, aber wir haben möglicherweise also das Schlimmste verhindert. Genau, also ich denke, auch an bestimmten Punkten muss man pragmatisch sein und sein persönliches Steckenpferd nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Aber ich würde trotzdem die Alternative VW versus Tesla bestreiten. Denn einfach zu sagen, wir führen diese Automobilität so fort, wie sie jetzt ist, und machen das mit Elektroautos, hat auch einen enormen ökologischen Impact. Also die Klimabilanz von Elektroautos ist natürlich schon besser, wenn sie dann irgendwann mit grünem Strom fahren. Aber auch viele Erneuerbare herzustellen, ist auch mit einem großen ökologischen Input verbunden. Es müssen zum Beispiel für Lithiumproduktion, für die Batterien, braucht man sehr viel Süßwasser. Das führt schon bei der sehr geringen Produktion jetzt in Bolivien und anderen Ländern teilweise zu sozialen und ökologischen Krisen. Wenn man jetzt 1 Milliarde Autos, die wir im Moment haben, und vielleicht dann bald 1,5 Milliarden Autos auf diese Weise produzieren will, schafft man die nächsten ökologischen Krisen. Und es ist vor allem auch keine besonders schnelle Klimareduktion, wenn man das nicht verbindet mit der zweiten, meines Erachtens ganz tragenden Säule, die man in der Forschung Suffizienz nennt. Das heißt, wie viel brauchen wir eigentlich von den Sachen? Wie viele Autos brauchen wir eigentlich? Meines Erachtens muss man Elektromobilität oder welche Technologie auch immer erneuerbar verbinden mit weniger Autos. Und dafür gibt es ja auch sehr viele Konzepte. Also unsere Städte, in unseren Städten könnten wir zum Beispiel bis 2030 50% der Autos rausschmeißen, wenn wir die öffentlichen Verkehrsmittel vernünftig ausbauen würden, Fahrradwege. Ich meine, man gucke sich eine Stadt wie Rotterdam oder Amsterdam oder so an, da sieht man, wie eine fahrradfreundliche Stadt wirklich funktioniert. Und also ich glaube, wir müssen das miteinander verbinden und eben nicht gegeneinander ausspielen. Und dann ist die nächste Frage, was für Autos? Also wenn ich mir die Tesla-Autos angucke, die teilweise auch 2 Tonnen wiegen, ne, dann denke ich, es ist auch die komplett falsche Art von Autos, die da vor den Toren von Berlin gebaut wird. Deswegen bin ich auch gegen diese Fabrik. Wenn Tesla sagen würde, wir machen jetzt wirklich ganz leichte Autos, weil der Verbrauch an Energie ist unmittelbar an das Gewicht eines Wagens gekoppelt. Ne? Wenn ich nun Autos baue, die statt 2 Tonnen 300 Kilo wiegen, und das kann ich durchaus tun, ne? Dann verbrauche ich nur 80% oder was der jeweiligen Energie. Und dann wird eine Energiewende auch viel leichter zu machen. Schwer ist es auf jeden Fall, aber wir haben ja eine Dekarbonisierungsrate, wenn wir 80% bis 2030 runter müssen, von etwa 10% pro Jahr. Ne? Und damit müssen wir unser gesamtes Heizsystem elektrifizieren, wir müssen den Verkehr elektrifizieren, wir müssen alles elektrifizieren. Und je mehr wir dicke Autos haben und viele Autos, desto schwieriger wird es, das alles gleichzeitig
gleichzeitig zu machen. Deswegen würde ich sagen, andere Autos, leichtere Autos und viel weniger Autos. Und das eben mit einer Suffizienzstrategie verbinden. Aber da kommen wir wieder und da kommt das Kapitalismus-Thema wieder rein. Natürlich in die ganze Wachstumslogik rein. Weil was ist denn dann mit unseren Autoherstellern? Nicht nur mit Tesla, VW und so weiter. Wenn wir weniger Autos brauchen, weniger produzieren. Wer baut die? Erstens, wer baut die? Sind das die Amerikaner oder die Deutschen? Aber jenseits dieser nationalen Frage, wenn man es mal global sieht, ist die Frage, wir brauchen weniger Beschäftigte in der Autoindustrie. Das ist die Zukunft. Und wir brauchen weniger Beschäftigte natürlich auch in anderen Sektoren. Und dann kann man aber dafür auch Lösungen entwickeln, wenn man zum Beispiel sagt, was ich am Anfang ja auch gesagt habe, dann stecken wir das Geld doch bitte in Kultur, Bildung und Gesundheit, wo wir extrem viele Leute brauchen, wo man auch nicht so leicht wegrationalisieren kann, weil ich wünsche mir auch nicht eine Welt, wo die Menschen mit Pflegerobotern gepflegt werden. Und insofern, glaube ich, kann man auch da eigentlich eine Win-Win-Situation draus machen und sagen, okay, es fallen Arbeitsplätze weg, wir produzieren weniger Autos, aber dafür stecken wir das Geld in andere Bereiche. Kultur zum Beispiel. Der deutsche Staat zahlt für Kultur pro Jahr sage und schreibe 0,35% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ein absoluter Witz. Sie zahlen fünfmal so viel für das Militär. Ne? Und was unser Militär Tolles in der Welt leistet, haben wir in Afghanistan ja auch gerade gesehen. Also, und es gibt das Ziel der Bundesregierung, 2%, das ist die NATO-Vorgabe, des Bruttoinlandsproduktes ins Militär zu stecken. Davon müssen wir runter. Das Militär ist einer der größten Klimakiller überhaupt. Also wir brauchen, um es kurz zu machen, eine Verschiebung der Sektoren, wo wir sagen, die destruktiven Sektoren schrumpfen wir und die anderen gesellschaftlichen Sektoren stärken wir, die klimaschonend operieren können. Ja. Wo siehst du uns heute? Also was würdest du sagen, ist jetzt im Moment notwendig, damit wir also noch eine Hoffnung haben, also wirklich die schwersten Krisen, die wir haben, und die Klimakrise ist die schwerste Krise, sie wird alle anderen Krisen verstärken, und wenn wir die nicht lösen, dann sind die anderen Krisen auch irgendwann irrelevant, weil dann also ein Planet da ist, der also wirklich so zerstört ist, dass er kaum noch eine Überlebenschance für den Menschen bietet. Was siehst du als notwendig an, also in den nächsten 10, 15 Jahren, das ist ja der Zeithorizont, in dem wir handeln müssen, in dem wir praktisch von der Seitenlinie die politische Bühne betreten müssen, um die Regierung dazu zu zwingen, das Notwendige zu tun. Was muss geschehen, ganz praktisch, und wie glaubst du, ist das politisch durchsetzbar, und daran anschließend vielleicht, was gibt dir Hoffnung im Moment? Ja, das, was es meines Erachtens ganz dringend braucht, ist eine Vernetzung, Kooperation, ein Zusammenwirken von verschiedenen Milieus in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Entschuldigung. Wenn wir einfach, wenn die Leute von Fridays for Future, wenn hoffentlich nach dieser ganzen Corona-Zeit sie wieder in Massen auf die Straße gehen, wenn sie relativ allein da stehen, dann wird der Effekt überschaubar bleiben. Anders ist es dagegen, wenn sich dann plötzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern, die auch unter dieser ganzen Krise leiden und aus verschiedenen Weisen ausgebeutet sind und überarbeitet sind, damit verbinden und sagen, ja, wir entwickeln mal ein gemeinsames Programm, ne? Nämlich bessere Arbeitsbedingungen, mehr Arbeitskräfte in die Krankenhäuser, weniger in die Autoindustrie, also ein gemeinsames Programm für einen sozial-ökologischen Umbau, wo verschiedene Milieus mitmachen können. Wenn alle, viele in dem Gesundheitsbereich, viele im Bildungsbereich, viele in anderen Bereichen, die vom ökologischen Umbau profitieren würden, mitwirken an einem solchen Umbau, dann könnte ein Schuh draus werden, weil dann erreicht man einen gesellschaftlichen Hebel. Das zeigt die Geschichte von gesellschaftlichem Wandel auch immer wieder, wenn man an die Anti-Atom-Bewegung zum Beispiel denkt. Die ist dadurch erfolgreich gewesen, dass verschiedene Milieus zusammengewirkt haben. Das waren die Bäuerinnen und Bauern im Wendland oder am Kaiserstuhl, die mobil gemacht haben gegen Atomkraftwerke, zusammen mit Studierenden, die Castortransporte blockiert haben, verschiedene Aktionsformen, bis hin in ein bestimmtes politisches Milieu, was das irgendwann unterstützt hat. Also wenn die Milieus zusammenwirken. Oder ein anderes Beispiel in den 60er Jahren, als in den USA die Bürgerrechtsbewegung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung zusammenwirkte mit der Bewegung gegen den Vietnamkrieg, zusammenwirkte mit den Native Americans, deren Rechte über Jahrhunderte missachtet worden sind, zusammenwirkte auch mit der antikapitalistischen Bewegung. Martin Luther King hat ja dann irgendwann angefangen, das kapitalistische System zu kritisieren, den Vietnamkrieg in Frage zu stellen und so weiter. Und in dem Moment wurden die Bewegungen systemrelevant. Und in dem Moment gab es dann auch Wandel und Änderungen. Und das bedeutet aber für alle Menschen, die in irgendwelchen Institutionen oder Strukturen sind, ihre Fühler auszustrecken und zu gucken, wie können wir Bündnisse schaffen,
um tatsächlich das in die Institutionen reinzutragen. Weil wir brauchen institutionellen Wandel überall, auch in allen Behörden. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, wie weit wir eigentlich leider davon noch entfernt sind. Wir haben in Berlin die Situation, dass hier am Funkturm jetzt eine Autobahn demnächst abgerissen wird. Der Autobahnring wird parallel dazu eine Ersatzautobahn aufgebaut. Und nach 10 Jahren oder wann auch immer wird die originale Autobahn wieder aufgebaut. Und das Ganze kostet viele Milliarden. Ne? Das in Zeiten des Klimawandels. Das heißt, da ist in den Behörden, in der Stadtverwaltung überhaupt nicht angekommen, in welcher Zeit wir eigentlich leben, dass es über Überlebensfragen der Menschheit inzwischen geht und wir diese Infrastrukturen nicht mehr gebrauchen können, sondern ganz andere. Und da ist es eben wichtig, dass die Leute, die in diesen Behörden arbeiten oder in anderen Institutionen, sich verbinden, auch eine Art von zivilen Ungehorsam irgendwann anfangen zu üben in den Institutionen. Das war ja auch bei der Bewegung gegen den Vietnamkrieg, so dass irgendwann Offiziere und einfache Soldaten gesagt haben, ich verweigere den Dienst, ich gehorche nicht mehr den Vorgaben, die von oben kommen, ich schmeiße meine Medaille oder was über den Zaun vom Weißen Haus. Und das ist der Moment, wo es anfängt interessant zu werden. Und da sind eben auch Fridays for Future interessant geworden, als sie angefangen haben, eine Institution zu bestreiten, nämlich die Schule. Das ist ja ziviler Ungehorsam. Also wenn es auch jetzt immer um Strategien geht, ist ziviler Ungehorsam gut oder nicht. Fridays for Futures haben zivilen Ungehorsam übt, indem sie gegen den Willen vieler Schulrektoren die Institution bestreikt haben und die Institution herausgefordert haben. Aber diese Herausforderung brauchen wir in allen Institutionen. Ich hatte neulich eine Diskussion, wo es um Theater ging, wo auch viele Theaterintendanten immer noch sagen, was haben wir damit zu tun, der Freiheit der Kunst? Nein, auch die Theater sind Teil davon, alle Institutionen. Und das muss ankommen und da kann jeder und jede in ihrem Bereich anfangen, Fühler auszustrecken und Bündnisse zu schmieden. Und Bündnisse schmieden heißt, Schnittmengen entwickeln, wo man ein gemeinsames Interesse hat. Das heißt nicht, dass jeder sein Steckenpferd durchsetzen kann, seine Vision von der besten aller Welten, sondern, und das ist auch eigentlich einer der großen Schritte gewesen, die die globalisierungskritische Bewegung Anfang der 2000er genommen hat. Die Idee von ATTAC und diesen ganzen Bewegungen nach Seattle und Genua war, lasst uns gucken, wo unsere Schnittmengen sind. Wir haben viele Unterschiede, aber wir wirken da zusammen, wo wir Schnittmengen haben, und dann kann man einen Unterschied machen. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Also war ein Ritt durch die Geschichte bis in die Gegenwart, bis also da, wo wir stehen, nämlich wirklich tief in der Scheiße, kann man sagen. Also wir haben wirklich nur noch sehr, sehr wenige Jahre, um das Ruder rumzureißen. Und wie du richtig gesagt hast, also braucht jetzt wirklich alle Leute, wo immer sie sind, ob sie Journalisten sind oder Politiker oder Professoren, Manager, eigentlich alle. Keiner kann mehr an der Seitenlinie bleiben.